Ein Social Layer auf OER-Plattformen. In den letzten Jahren haben wir uns viele Gedanken darüber gemacht, wie wir die Daten zu Open Educational Resources interoperabel gestalten können. Aber was passiert, wenn nach der BMBF-Förderung das Geld weg ist und eine Plattform vielleicht auch nicht mehr existiert? Was passiert mit den ganzen Interaktionen, die die User auf der Plattform gemacht haben? Sind die auch einfach weg? Ich wünsche mir für die nächsten 10 Jahre und für die OER-Strategie, dass sie darauf einen besonderen Fokus setzt. Wie können auch die Interaktionen der Nutzerinnen und Nutzer auf den Plattformen interoperabel gestaltet werden, sodass diese auch auf anderen OER-Plattformen abbildbar sind und somit nicht verloren gehen?